was ich schon schaffe. Einfach einen Berg runtergestopft. Okay, stopp. Okay. Der Schuh passt von vorne. Kommt weg, oder? Ja, das ist sein, der hinter gehört. Ja, ja. Okay. Halt mal kurz fest, vielleicht machen wir einen Lastfest, das war schlecht. Gut, ich gebe Vollgas und dann lässt ihn raus. Dann schiebe ich ein Stück oder was? Ja. Ich glaube, der geht von alleine. Ja. Brauchst du loslassen. Bremsen sie nicht drin. Jetzt ist sie drin. Ja, ja. Schon mal einen Klappenversuch gemacht? Ein bisschen tun, solange du hier hast. Hast du denn die Nordflügel schon geflogen, die nicht fertig gemacht hat? Den elektrischen? Die Bögen? Ja, weiß ich jetzt nicht, wo das war. Hat sich ja den Verein letztens mal. Den, ja, den hat er am ersten Tag da oben gewonnen. Gefahren. Nee, hier unten auf die Straße. Er hat ja keine Zeit gehabt, der Herr, über das mein Flugzeug fertig gemacht. Welche sollten halb Meter ausgequatscht? Oh ja, das ist Arbeit, was er jetzt macht. Ja, da hat er uns. Der. Also hast du einen anderen Motor rein? Hallo, mein Name ist Ronald Giller. Wir sind hier auf der Tannenalm in Österreich, im schönen Zillertal, beim Helmut, den wahrscheinlich jeder kennt, jeder Modellflieger. Ja, ich hatte kurz vor meinem Urlaub leider ein Problem gehabt, dass meine große Alpina runtergefallen ist, einen Rumpfschaden hatte, ich kurzfristig ein neues Flugzeug brauchte.
und ein guter Freund die Maschine hier noch auf Lager liegen hatte. Das ist von Staufenbiel, die Straton. Ein Fertigmodell, in dem Fall hier eine PNP-Version mit Motor eingebaut schon, Servos eingebaut. Muss also nur noch mit Empfänger und so weiter ausgestattet werden, Akkus für den Antrieb. Und ansonsten war der Flieger relativ schnell fertig. Ja, ich habe ihn eigentlich jetzt hier fertiggestellt auf der Tannenalm. Hat alles sehr gut funktioniert. Eben gerade war der Erstflug gewesen mit der Straton. Sie spurt sehr schön, hat ein bisschen heftiges Höhenruder, also Expo auf das Höhenruder muss noch drauf. Gut, das habe ich mit gerechnet beim neuen Flugzeug, beim Einfliegen, dass da irgendwas verändert werden muss. Aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Alle Einstellwerte, die von Staufenbiel vorgegeben wurden, haben ganz gut gepasst bis jetzt. Ja, die Maschine hat eine Spannweite von 5 Metern. Eine große Flächentiefe, wie man sieht. Profil kann ich leider nichts dazu sagen. Es ist auf jeden Fall eins dran, das habe ich schon festgestellt. Und ja, sie hat eine Länge, wie man sehen kann, der Rumpf ist sehr, sehr lang. Ich glaube, bei 2,15 Meter, 2,20 Meter etwa ist die Länge. Das Gewicht, genau gewogen habe ich sie noch nicht, aber ich schätze sie über 11 Kilo, zwischen 11 und 12 Kilo wird sie haben. Ja. Ich fliege sie momentan mit einem 10S, 2x5 in Reihe geschaltet. Das ist die oberste Grenze für das Triebwerk, was drin ist. Das ist wohl ein Diamond 80 Ampere Motor, Außenläufer mit einem relativ kleinen Propeller. Wird auch warm, habe ich eben gemerkt, beim Runterholen. Wird also ein bisschen Temperatur bekommen, aber er zieht satt durch für so einen großen Flieger. Völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Gratulation zum Erstflug. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen auch.